F1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr da seid. Wie immer mittwochs freie und offene Themenrunde. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heißt Marc und Marc ist 33 Jahre alt. Hallo Marc. Ja, hallo Domian. Hallo Marc. Ja, was ist dein Thema? Weswegen hast du mich angerufen? Ja, mein Thema ist, dass ich groß missgebaut habe jetzt in der letzten Zeit. Mhm. Und zwar ging es darum, dass es um mein Sparfach ging. Dein Sparfach? Um mein Sparfach, ja. Und zwar ging es darum, dass ich im Vereinsleben dafür tätig war, also als Kassenwart, für die Gelder. Mhm. Und was für ein Verein ist das? Das war ein Sportverein, ein Fußballverein. Ja. Mhm. Und ich habe mich schon missgebaut aus persönlichen Gründen. Ich hatte 2006 einen Bandscheibenvorfall, bin dadurch in der Arbeit zurückgefallen und war lange krank. Okay, die Erklärung machen wir später. Sag erstmal, was du gemacht hast, was für Mist du gebaut hast. Ich habe das Geld in dem Sinne ausgegeben für meine privaten Zwecke. Du hast das Geld, was die anderen dir anvertraut haben, was so im Laufe von einem Jahr oder wie auch immer so gesammelt wird, hast du privat verbraten. Ja, genau so ist es. Dieses Geld, was wird normalerweise mit dem Geld gemacht? Ja, normalerweise hätte ich das zur Kasse gebracht und hätte das angelegt für alle anderen. Ja, und was wird dann mit dem Geld gemacht, wenn es angelegt ist? Das wird halt angelegt und das kommt dann am Ende des Jahres, sage ich mal, ein Jahr wird gespart und dann kommt das zur Auszahlung für jeden Einzelnen, der gespart hat. Ach so, das wird einfach dann ausgezahlt, es wird nicht gemeinschaftlich irgendwie eine Riesenreise gemacht oder was gekauft? Es wird einfach Riesenreise nicht, das wird für jeden privat, wird das ausgezahlt. Ach so, das heißt, es ist so, du bist dann so eine kleine Sparkasse. Ja, so. Im Prinzip schon, ja. Du legst das an und kümmerst dich drum, dass ein bisschen Zinsen rüberkommen und so weiter. Ja, genau. Wie viel Geld waren das jetzt? 2600, sagst du? Nein, nicht 2600, nein. Wären es die nur gewesen, dann wäre ich noch froh gewesen. Nein, es waren ca. 9000 Euro. 9000 Euro? Ja, genau. Hast 9000 Euro in deine eigene Tasche fließen lassen? Ja, im Prinzip schon, ja. Ja, muss ich so sagen, ja. Ich gehe mal davon aus, dass das aufgeflogen ist. Ja. Ja. Es war... Wann ist es aufgeflogen? Es war letztes Jahr, war das im Juni. Ja. Und da sollte es zur Auszahlung kommen. Und dann habe ich den nächsten Bock missgeschossen, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt. Und ich war in einer Firma, war ich beschäftigt, wo ich auch Zugriff hatte auch auf Bargeld. Mhm. Und da habe ich dann auch nochmal reingegriffen und wollte dann aufgrund dessen mit dem Geld, was ich aus der Firma genommen habe, dann mich nochmal absetzen. Dich nochmal absetzen? Ja, genau. Wie absetzen? Abhauen oder wie? Ja, abhauen, genau. Wie viel Geld hast du da genommen? 4.000 Euro circa. Kann man sich nicht großartig mit absetzen, ne? Ja, aber ich sag mal, man ist wie in so einem Tunnel, ist man dann gefangen. Ja. Man hat schon so viel Bockmist gebaut und will dann einfach nur weg. 9.000 Euro aus der Vereinskasse, 4.000 vom Arbeitgeber genommen. Fangen wir mal nochmal bei der Vereinskasse an. Ja. Wie ist es aufgeflogen? Das ist aufgeflogen, dass das halt kurz vor der Auszahlung war im Sommer letzten Jahres und ich das Geld halt nicht aufbringen konnte. Hast du das dann den anderen klar ins Gesicht gesagt? Oder hast Du hast dich davon gemacht? Ja, genau. Deswegen habe ich ja dann auch nochmal in der Kasse von der Firma auch nochmal gegriffen. Also. So, und was ist aus beiden Betrügereien jetzt geworden? Also, nachdem ich das Geld aus der Firma genommen habe, war ich zwei Tage, in Berlin und wollte dann weiter nach Polen. Sozusagen auf der Flucht. Ja, genau. Und habe mich dann eines Besseren besonnen und bin dann wieder zurück und habe mich der Polizei gestellt. Ach so.
Ah ja. Das heißt, gab es schon eine Gerichtsverhandlung? Es gab jetzt eine Gerichtsverhandlung jetzt am Dienstag, ja. Und? Da bin ich jetzt, sag ich mal, bestraft worden mit einem halbes Jahr Gefängnis mit 3 Jahre Bewährung. Ja. Und zwar schließt sich das daraus, dass ich in, das waren 26 Fälle, also 26 Sparfächer, plus dem vom Arbeitgeber. Und ja. Und du musst das Geld natürlich zurückzahlen. Ja, ja, klar. Mhm. Das mache ich jetzt auch schon seit 5 Monaten. Mhm. Wenn man so eine Kasse anvertraut bekommt, dann kennt man sich ja mit den anderen Leuten ziemlich gut. Dann ist man ja vertraut, wenn man dir auch vor allen Dingen diesen Posten anvertraut hat. Ja, klar. Gab es denn mal Reaktionen? Hast du mit dem einen oder anderen mal gesprochen? Ja, ich habe im Prinzip mit den einen oder anderen habe ich gesprochen, aber nicht über diese Sache. Ich habe die also in dem Sinne belogen und das bedrückt mich ja jetzt auch. Moment, du hast danach mit denen gesprochen und die haben nein, dich... Nein, davor. Davor ist mir klar. Ich meine danach. Hast du danach mit irgendjemandem mal darüber gesprochen? Nein. Kann ich nicht. So, jetzt... Das bedrückt mich ja. Ja, so, jetzt mal zu den Ursachen. Warum hast du so einen blöden Bockmist gebaut? Ja, das weiß ich im Nachhinein auch nicht. Das, ja, dann mach dir mal Gedanken. Ja, das mache ich ja auch ohne Ende. Gerade deswegen, ja. Weil hast du dir vorher irgendwann auch schon mal was zu Schulden kommen lassen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt gar nichts? Nein, gar nichts, nein. So, und dann machst du wegen 9.000 plus 4.000 Euro quasi deinen ganzen Ruf kaputt. Ja, und, genau. Beschädigst dein Ansehen und auch deine Biografie. Warum hast du es getan? Ich weiß es nicht. Ich hatte damals auch, sag ich mal, eine Bekanntschaft und eine Freundin, muss ich mal sagen, der ich etwas bieten wollte, was ich nicht hatte. Was denn? Ja, also in dem Sinne Geld, Sicherheit und... Ja, wir reden hier von 9.000 Euro. Ja, ich weiß. Wir reden nicht von 900.000 Euro, von 90.000 Euro. Ja. Was kannst du denn da groß auf Dauer groß bieten? Ja, aber in dem Sinne, wir hatten beide nicht viel und... Was hast du denn beruflich gemacht vorher, voriges Jahr? Ich war im Getränkehandel, war ich. Getränkehandel? Ja. Ja, das heißt, da verdient man keine Riesensummen, aber man hat sein regelmäßiges Einkommen. Ich habe schon nicht schlecht verdient. Das zudem? Ja, da ist richtig. Also, Ausrede oder Erklärung, die Frau, die ein bisschen mehr Kohle wollte oder du hast geglaubt... Nein, will ich damit nicht als Ausrede nehmen. Ich bin ganz alleine schuldig, um Gottes Willen. Ja. Also, ich will jetzt keinen anderen damit reinziehen. Aber mich wundert so, Marc, dass du da nicht mehr noch in dich gehst und fragst, warum habe ich das getan? Ja, das tue ich ja. Die Frau, du wolltest ja ein bisschen was mehr bieten. Aber es ist auch eher so ein schwabbeliger Grund, ne? Ja, da ist richtig. Wie gesagt, im Prinzip habe ich über meine Verhältnisse gelebt. Was mich jetzt in dem Sinne bedrückt oder warum ich jetzt anrufe, das sind die Freunde und die langen Bekanntschaften. Verstehe ich. Komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Aber nochmal eine Frage, um das festzuhalten. Du hattest keine akute Geldnot vorgestern. Nein, hatte ich nicht, nein. Umso schlimmer, ne? Nein. Und umso irrwitziger das Ganze. Ja, umso mehr sitzt mir das zu. Ich will jetzt nicht um diese Strafe, die ich jetzt am Dienstag in dem Sinne empfangen habe oder die ich jetzt verbußen muss, will ich jetzt... Aber bei dieser Gerichtsverhandlung hast du doch bestimmt den einen oder anderen von deinen Kollegen aus dem Sportverein gesehen. Habe ich zwei gesehen, ja. Wie waren die Blicke? Wie war die Atmosphäre zwischen euch beiden? Ja, ich bin auf den einen zugegangen, mit dem ich auch damals schon in der Grundschule zusammen, also die Grundschule besucht habe, bin ich darauf zugegangen. Der hat wenigstens noch Hallo gesagt, aber eine weitere Person, die da auch mit bei war, hat mich natürlich keines Blickes gewürdigt. So, jetzt ist deine Grundfrage, das belastet dich sehr, dass du deinen Freunden das angetan hast? Ja, genau. Und wie du dich deinen Freunden gegenüber jetzt verhalten sollst? Ja, ich meine, dass sie mich nicht mit offenen Armen empfangen, ist ganz klar. Mhm. Ist das denn so, dass du dem einen oder anderen schon mal in der Stadt zufällig begegnest oder im Ort, wo du wohnst? Nein, ich vermeide das. Ich versuche mich zu verstecken und versuche auch eventuell irgendwo in einem anderen Bundesland irgendwo neu Fuß zu fassen. Mhm.
So, ich höre mal raus aus der Art, wie du mir das erzählst, dass du dich da sehr schämst und dass dir das sehr leid tut. Ja, genau, ja. Das hast du bei Gericht auch so gesagt? Das habe ich bei Gericht auch so gesagt, ja, genau so ist es, ja. Der Richter muss dich auch gefragt haben, warum haben sie es gemacht, oder? Ja, genau so ist es. Und ich habe das ja genauso gesagt. Wie bei mir jetzt gerade. Genau, wie bei dir jetzt gerade. Herr Marc, das ist natürlich eine schwierige Sache. Was kann man da machen? Was kann man da machen? Du würdest gerne deinen ehemaligen Freunden oder Kollegen etwas sagen. Ja, ich möchte denen was sagen, ja klar. Sicher. Was möchtest du denen sagen? Ich möchte denen sagen, dass es mir unendlich leid tut und dass ich irgendwann mal, das heißt ja nicht jetzt in ein, zwei Tagen oder sowas, dass ich irgendwann mal die Chance bekomme, mit denen irgendwann mal wieder in Kontakt zu treten, um wie viele in Leute? Vernünftigen Umrissen. Ja, um wie viele Leute handelt es sich da? Es handelt sich um 26 Leute. 26 Leute, so. Ja, genau. Da würde ich an deiner Stelle einen Brief aufsetzen und diesen Brief an alle 26 Mitglieder dieses Vereins schicken. Mhm. Das ist der erste Schritt, den du machen kannst. Und dann kannst du mal sehen, ob da vielleicht der eine oder andere drauf reagiert. Aber dann hast du zumindest schon mal was unternommen. Du kannst ja nicht zu denen hingehen oder du traust dich nicht anzurufen. Das wäre vielleicht. Nein, die haben ja auch schon Schläge angedroht. Also ja, ja, genau. Also insofern wäre das noch die verträglichste Art und Weise, dass du an sie herantrittst. Schreib ihnen, das finde ich in Ordnung. Ja. Dass du einen Fehler gemacht hast, dass es dir leid tut, dass du es vielleicht irgendwann, wenn es irgendwie geht, auch nochmal gut machen willst, auch im moralischen Sinne nochmal gut machen möchtest. Im geltlichen Sinne versuche ich das ja sowieso, so ja, wie es geht. Natürlich, da müssen wir drüber nicht reden. Ich meine es im moralischen Sinne. Ja, genau. Das wäre meine Idee. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen könntest. Ja, klar, ja. Sicher. So, lieber Marc. Ja. In diesem Sinne. Ja. Ja, wenn man Scheiße baut, muss man es auslöffeln. Oder? Ja, das auf jeden Fall. Also, dass ich dafür gerade stehen muss. Also ja, aber es ist ja schon mal gut, dass du reuig bist und dass du sagst, ich war da irgendwie nicht Herr meine selbst voriges Jahr. Ja, im Prinzip schon, ja, genau. Ja. Ja. So, und jetzt stehst du dafür ein, du bist rechtskräftig verurteilt, du wirst das Geld irgendwann zurückzahlen und so ist das nun in unserer Gesellschaft. Insofern ist es dann auch jetzt okay. Und wenn du dich jetzt auch nochmal wirklich von Herzen bei den Jungs entschuldigen möchtest, finde ich das dann noch besser, wenn du das auch dann tätest. Mhm. Ja? Lieber Marc, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir erstmal. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Und jetzt bin ich verbunden nochmal mit einem Marc. Und dieser Marc ist aber 27. Hallo Marc. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Marc. Du klingst aber so nah, als würdest du gerade hier im Nebenzimmer sitzen. Oh, jetzt nehme ich es mal ein bisschen weg. Eine gute Leitung. Ja, wunderbar. Um was geht's? Und zwar, also ich rufe eigentlich noch zu dem Thema von gestern an, das sexuelle Doppelleben. Ja. Aber das ist in dem Sinne mein Doppelleben, dass ich halt noch nie richtigen Sex privat hatte, sondern immer bisher nur käuflichen Sex und das auch zum ersten Mal vor 4 Jahren. Also mit 23 zum ersten Mal Sex mit einer Prostituierten? Genau. Und seitdem nur Sex mit einer Prostituierten? Mit Prostituierten? Ja, obwohl ich damit halt auch nicht glücklich bin. Wie oft gehst du zu einer Prostituierten? Also einmal im Monat kann schon sein. Was zahlst du? Unterschiedlich ist das auch, je nachdem, was man für ein Milieu halt auch geht, sag ich mal. Ja, so ungefähr. So ungefähr, würde ich mal so sagen, 80 Euro vielleicht. 80 Euro. Und dazu wollte ich auch mal sagen, wegen gestern, wegen der Anruferin, die sagte, sie würde für mehr Geld auch ohne Gummi, also das scheint in der Szene auch überall gang und gäbe zu sein. Das höre ich auch immer wieder. Ich bin wirklich entsetzt darüber. Ich auch. Absolut, wollte ich auch mal sagen. Ja. Also, die spielen alle mit ihrer Gesundheit und auch mit anderen Leuten. Ne? Die Frauen spielen natürlich ganz schlimm mit ihrer eigenen Gesundheit. Und natürlich besteht die Gefahr, dass man andere Menschen ansteckt mit AIDS, mit Hepatitis C, mit Feigwarzen, mit Syphilis, mit allen schrecklichen Sachen, die man sich nur vorstellen kann. Ja, klar, weil ich es halt auch nutze, dann macht man sich da auch Gedanken drüber. Ich gehe mal davon aus, da du doch da viel drüber reflektierst, so scheint es mir, dass du immer mit Gummi.
Ja, klar, ja. Auf jeden Fall, ja. So, aber das ist ja nun schon ein ungewöhnlicher Fall. 27 Jahre alt, seit 3 Jahren erst Sex und dann nur mit Prostituierten. Ja. Und sonst gar nichts. Nee. Wie kommt das? Warum baggerst du nicht meine Frau an? Weiß ich nicht. Also ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Erzähl sie mir mal, erklär mir. Liste sie mal so auf. Zum einen höre ich halt öfters, dass ich der Zuhörer wäre und so von Frauen und dass ich halt eher mehr als der Kumpel angesehen werde. Und na, du wirkst also akustisch auf mich ausgesprochen nett und sympathisch. Ja, und dann kommt halt meine schüchterne Art halt noch dabei. Das mögen Frauen. Ja, weiß ich nicht. Na klar mögen das, das finden Frauen süß. Ja, kann sein. Wenn der Typ zuhören kann oder ein bisschen schüchtern ist, was meinst du, wie viele Frauen das toll finden? Ja, die habe ich leider dann vielleicht noch nicht kennengelernt. Wie siehst du denn aus, so nach deiner eigenen Einschätzung? Ach, ich bin schlank, ich mache Sport, bin 1,90 groß. Wow. Also durchaus im guten Mittelfeld so. Ja, würde ich mal sagen. Ja. Ja, aber wirst du denn nicht von Frauen angesprochen oder angemacht? Also da gab es höchstens mal letztes Jahr eine Situation, wo ich auf einer Party war. Ah, da war ich einfach zu betrunken, zu alkoholisiert. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Maler und Lackierer. Und gehst du viel raus so? Disco, Kneipen? Ja, doch, eigentlich ja, schon. Viel. Hast du auch einen Freundeskreis? Ja, klar. Ja, und das sind ja eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten, halt dann auch Leute kennenzulernen. Und da hast du bisher noch keine wirklichen Anläufe unternommen, Frauen anzusprechen? Ja, ich würde mal sagen, das sind mittlerweile vielleicht auch so ein paar Komplexe, würde ich schon fast mich so einschätzen dabei, dass man halt einfach denkt, ah, die ist so hübsch oder was weiß ich, oder die würde vielleicht eh mit einem nichts zu tun haben wollen, so in dem Sinne dann auch so ein bisschen, würde ich mal sagen. Ja, wobei man das immer einfach drauf ankommen lassen muss. Da muss man halt versuchen. Wenn man eine Abfuhr erteilt bekommt, ja. Okay, so ist es halt, haben wir alle gekriegt. Ja. Und beim dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Versuch klappt's dann. Ja. Was ist denn das für eine Sexualität für dich mit dem Prostituierten? Gefällt dir das? Ist das rundherum erfüllend? Nee, auf keinen Fall. Da fehlt natürlich genau das. Das Herz. Ja, genau. Das Herz. Das, was man halt da nicht bekommen kann. Das ist die reine Mechanik, für die du dann Geld verdienst, die vielleicht sehr professionell bedient wird von den Mädels, aber es ist halt ohne Gefühl. Genau. Ja. Das kam halt auch damals halt nur von dem Antrieb heraus, das überhaupt mal zu erleben, ne? Ja. Ein sexuelles Erlebnis. Ja. Weil das ja schon bis 23 dann schon hast du wahrscheinlich so empfunden, dass es relativ spät war. Genau. Und jetzt muss es mal geschehen. Hast du dich denn schon mal heimlich verliebt in eine Frau? Ich da so Annäherungen oder so gab es auch teilweise. Oder ich hatte auch mal jemanden kennengelernt, aber die waren halt auch vergeben und es war immer so ein Hin und Her. Da war sie sich da nicht so richtig sicher und vielleicht auch ein bisschen Pech dabei. Immer. Ich weiß es nicht genau. Würdest du das als eine Sucht bezeichnen, dass du immer zu einer Prostituierten gehst? Nicht wirklich, weil... Ja, ich auch nicht, so wie du es beschrieben hast. Ja, es ist halt immer nur so eine Teilbefriedigung, sag ich mal. Oder würdest du sagen, es ist eine Notlösung? Ja, genau, das würde ich schon eher sagen. Eine Notlösung. Ja. Das war für mich auch natürlich erstmal ein großer Schritt. Das überhaupt zu machen? Überhaupt zu machen, genau, weil ich eigentlich nicht der Typ bin für sowas. Ja, aber das heißt jetzt in Sachen Sexualität hast du nun dir schon gut deine Erfahrungen geholt. Und du weißt, wie es, wo der Hase langläuft. Bitte? Du weißt, wo der Hase langläuft. Ja, das schon, ja. Ja, das schon. Marc, du musst mehr aus den Pötten kommen. Ja, wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, bist ein sympathischer Typ. Siehst, wie du es für dich beschrieben hast, durchaus im normalen, vielleicht sogar im positiven Bereich gut aus. Ja, ja. So, du hast einen Job, du hast einen Freundeskreis, du bist viel unterwegs. Da musst du einfach rangehen, Mensch. Ran an den Speck. Ja. Wenn du scharf bist, musst du rangehen. Ja. 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 Wirklich. Wir alle haben uns blaue Nasen geholt schon. Dass man wirklich auf Leute gestoßen ist, wo man dann eine Abfuhr erteilt kriegt. Ja, das Interessante ist jetzt, dass ich dadurch auch, dass ich jetzt noch einen Tag Zeit hatte, dass ich gestern noch nicht dran kam, mit ein paar Kollegen reden konnte. Ja. Und der eine sagte ja schon, na, wir suchen erstmal eine und so, das gibt's ja wohl nicht und so. Ja, wie ist es denn? Bist du im Internet auch? Nee, das nicht. Das nicht? Gar nicht? Nee. Nee.
Ja, aber ich frage deshalb, weil man da natürlich auch ganz gut Leute kennenlernen kann. Mhm. In den verschiedenen Foren und Chaträumen und so weiter. Also musst du den klassischen Weg gehen. Ja, bin ich auch eher der Typ für, würde ich sagen. Ja, ist auch okay, wenn das so dein Ding ist. Du musst einfach den Hintern hochkriegen. Ja, muss ich wohl. Ja, und du musst einfach von vornherein dir schon mal sagen, okay, wenn die sagt nein oder wenn das nicht funktioniert, dann ist das für mich im ersten Moment ein blödes Gefühl. Aber letztendlich kannst du auf dich stolz sein, dass du es geschafft hast. Naja, und, ja, das Selbstvertrauen muss halt wieder... Ja, aber du hast ja schon den enormen Schritt gemacht, mit 23 zu einer Prostituierten zu gehen. Ja. Das war ja wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, oder? Ja, ging so. Ich habe da mir eigentlich nicht so viele Gedanken drüber gemacht, sag ich mal. Naja, okay. Ich habe es halt einfach gemacht. Aber immerhin, du hast es gemacht. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass wir jetzt miteinander reden, wo du 27 bist und es wäre noch überhaupt gar nichts passiert. Hätte ja auch sein können. Ja, immerhin hast du da einen Schritt unternommen. Ja. Jetzt muss halt in die andere Richtung gehen. Naja. Dieses ist vielleicht bequemer für dich mit den Prostituierten. Ja, nee, das habe ich mir auch schon gedacht, dass man sich nicht hinterher denkt, so man beschränkt sich so da drauf, ja, und man braucht die Frauen eigentlich gar nicht. Also ja, das ist dann auch zu leicht gemacht, sag ich mal. Ja, das ist zu leicht und es ist auch entspricht auch einer gewissen Trägheit dann. Nach dem Motto, naja, da kann ich mir meinen Sex holen, aber... Ja, ist aber irreal irgendwie, der Gedanke. So, ne? Ja, und es bleibt Frust übrig. Genau. Ne, wenn du nach Hause gehst und denkst, na gut, ich habe jetzt die Nummer gehabt, aber das Herz ist auf der Strecke geblieben. Ja, genau. Ja. Ja. Also Marc, du musst das tun, du musst es machen, du musst dich einfach... wirklich dazu zwingen, jetzt schon an diesem Wochenende, am kommenden Wochenende, geh in die Disco, geh in Kneipen, wo nette Mädels sind, geh mit deinen Freunden aus. Und wenn man zu mehreren ist, hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Mut, Frauen anzusprechen. Ja. Und dann wird das schon über kurz oder lang klappen, bin ich ganz sicher. Ja, okay. Ja, ich will, deswegen habe ich ja angerufen, um einen Tipp mitzunehmen. Ja, und ich will dir auch wirklich da Mut machen. Ja. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass es klappen wird. Wenn auch nicht unbedingt sofort. Ne? Ja, das kann auch schon noch eine ganze Weile, ein paar Monate oder noch hinziehen. Und jedes Mal, wo du es versucht hast, auch wenn es ein Misserfolg war, war es ein Erfolg für dich, weil du es gemacht hast. Ja, okay. Und jedes Mal bist du ein bisschen selbstbewusster, weil du denkst, okay, ich kann das ja. Und dann steckt man auch locker irgendwie so eine Absage weg. Klingt logisch, oder? Ja. ich würde sehr gerne mit dir nochmal sprechen, Marc, wenn du Erfolg gehabt hast. Ja, okay. Ja. Werde mich sicher auch sehr gut an dich erinnern. Ja gut, können wir gerne so verbleiben. Ja, so verbleiben wir. Und ich wünsche einfach viel Glück, toi toi toi, und drück die Daumen. Alles klar, schönen Dank. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. So ihr Lieben, morgen haben wir unser Thema, wieder unser zweites Thema diese Woche. Und das Thema morgen heißt, mein Beruf macht mich unglücklich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ihre Berufswahl bereuen, die in und mit ihrem Beruf ganz unzufrieden sind und ganz unglücklich sind. Mein Beruf macht mich unglücklich. Auf wen von euch trifft das zu und wer würde gerne mit mir darüber sprechen? Ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet oder ihr mailt halt rund um die Uhr. Zu unserem Thema, mein Beruf macht mich unglücklich, das ist morgen unser Thema. Heute nach wie vor freie und offene Themennacht und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Ulrike und Ulrike ist 55 Jahre alt. Guten Morgen, Ulrike. Genau. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ich möchte dir erstmal sagen, dass ich dich und deine Sendung sehr schätze und dass ich dir sehr oft zuhöre. Vielen Dank. Freut mich. Vielen Dank. Mein Thema ist sehr ernst. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich selber einmal anrufe. Es ist so, dass ich mich irgendwie in einer bedrohlichen Situation befinde, weil ich mich immer mehr aus dem Leben zurückgezogen habe. Warum hast du dich aus dem Leben zurückgezogen? Das hat hauptsächlich damit wohl zu tun, dass vor 5 Jahren mein Sohn gestorben ist. Er ist in meiner Stadt überfallen worden und dabei gestorben. Wie alt wurde dein Sohn? Fast 25. Er ist in deiner Stadt überfallen worden, ja, und ist dabei gestorben. Man an den Folgen. Natürlich auch ein anderes Wort dafür benutzen. Ich bin nicht in der Lage, die Wörter dafür zu gebrauchen, weil ich dann bestimmte Bilder in den Kopf bekomme und deswegen kann ich das nur so ausdrücken. Ja, ist ja in Ordnung. Man versteht ja, was damit gemeint ist. Kannst du den Tathergang kurz beschreiben? Ich kann nur so viel sagen, dass es 4 junge Ausländer waren, die innerhalb von 24 Stunden an dem Tag 4 Menschen an verschiedenen Orten in meiner Stadt überfallen haben. Mhm. Diese 3 anderen Menschen haben das überlebt, mhm, und mein Sohn nicht. Ist dein Sohn
mit einer Waffe? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Durch Schläge? Ja, sowas. Ja. Also er ist schon mit einer Waffe auch, also mit einem Messer, oder? Ist er einfach so überfallen worden? Ja, einfach so. Wollte man Geld oder ist... Ja, Geld. Geld. Geld, genau. Ist er bei Tag oder bei Nacht überfallen worden? Nachmittags zwischen 5 und abends um 10, also zwischen 5 und 10. Ja. Mitten in der Stadt? Ja, in einem Park. Aber eigentlich ist dieser Park mitten in der Stadt, ja. Haben andere Menschen zugeschaut? Das weiß ich nicht. Ich habe die Polizeiakten und den Tathergang nicht gelesen, weil ich mir das nicht zumuten kann. Dann kann ich überhaupt nicht mehr weitermachen. Verstehe. Ist dein Sohn an dem am Tatort verstorben? Ja. Ist am Tatort verstorben? Ja, genau. Sind die Täter gefasst worden? Ja, die sind gleich am nächsten Tag gefasst worden und dann auch ganz schnell verurteilt worden. Da es jugendliche Täter waren, haben die so zwischen, ich glaube, zwischen 7 und 10 Jahren Jugendhaft bekommen. Und wie alt waren die Täter? Ich glaube, so zwischen 16 und 18 oder 16 und 19 in dem Dreh. Ja. War dieser Sohn dein einziges Kind? Ich hatte schon einen Sohn vor 31 Jahren bekommen. Den habe ich damals direkt nach der Geburt auf Druck meiner Eltern zur Adoption geben müssen. Du hast keinen Kontakt? Ich habe mich immer bemüht. Ich habe, ich glaube, seit über 10 Jahren habe ich die Adresse selber rausgefunden. Das war eine ganz aufregende Geschichte. Ein richtiger Kontakt besteht noch nicht. Es war mal ein vorsichtiges Telefongespräch. Ich habe auch immer mal Briefe geschrieben, aber es gab noch kein richtiges Treffen. Das steht noch aus, sozusagen. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Ja. Ich bin geschieden seit 2000 und mit meinem verstorbenen Sohn hatten wir eine ganz schöne Familienzeit. Also mit ganz vielen schönen Erinnerungen. Ja. Aber seitdem das geschehen ist, kann ich irgendwie nicht weitermachen. Also äußerlich schon, aber innerlich kann ich dieses Geschehen nicht in mein Leben irgendwie einbauen. Das funktioniert bei mir nicht, obwohl ich eine Therapeutin habe und auch einen Psychiater und Medikamente und auch eine Trauergruppe besucht habe. Es gelingt mir nicht. Ich lebe im Grunde mit meinem Sohn weiter. Also es hängen hier Gemälde von ihm und Fotos und in jedem Zimmer schaut er mich an und jeden Tag gehe ich auf den Friedhof und er hat sowieso das schönste Grab. Also ich glaube, ich habe diesen Schritt gar nicht gemacht, dass er wirklich überhaupt nicht da ist, sondern ich lebe in einer bestimmten Weise mit ihm weiter. Du hast zu Beginn unseres Gesprächs gerade gesagt, du befindest dich in einer bedrohlichen Situation. Ja, bedrohlich, weil ich empfinde, dass sich diese Isolation spitzt sich zu. Also ich habe in den letzten 2 Wochen so gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr gehen mag und meine Einkäufe erledigen möchte. Ich möchte nicht mehr angeguckt werden, ich möchte nicht mehr angesprochen werden. Du bist nicht berufstätig? Nein, ich bin schon in der Erwerbsunfähigkeitsrente. Und ziehst dich auch immer mehr von Menschen zurück? Total. Es gab früher einen größeren Kreis um dich herum von Freunden, Verwandten, Bekannten? Also eher einen kleineren, aber einen guten Kreis. Und heute bist du fast immer alleine? Ja, eigentlich immer. Also es ist so, dass ich wochenlang auch nicht spreche, außer wenn ich beim Bäcker bin oder so. Du hast gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, dass du bei deinem Psychologen ein bisschen Trauergruppe und Psychiater und so weiter. Und hast im gleichen Atemzug gesagt, ich habe den Eindruck, dass ich, so in etwa hast du es gesagt, ich habe den Eindruck, dass ich mich noch gar nicht richtig, oder dass ich noch gar nicht richtig losgelassen habe von meinem Sohn. Ja. Dass ich mich noch nicht arrangiert habe mit der Realität. Genau. Also ich glaube auch, weil ich nicht Abschied nehmen konnte. Ich konnte meinen Sohn nicht mehr ansehen, auf verständlichen Gründen, was sicher auch besser war. Aber ich habe diesen Schritt nicht gemacht und ich glaube, im Innern möchte ich den auch nicht machen, weil ich mir dann eingestehen muss, dass er wirklich nie mehr kommt, zurückkommt. Irgendwie sträubt sich bei mir ja auch was. Aber das, was du jetzt machst, damit richtest du dich ja zugrunde. Ja. Das wäre nicht im Sinne deines Sohnes. Ja, das versuche ich mir natürlich auch zu sagen, aber dann denke ich mir, er hat so viel erleiden müssen,
es ist ja gar nicht einzusehen, warum ich jetzt nicht auch leide. So würde er nie denken. Ja, wahrscheinlich nicht. Nein, nicht wahrscheinlich, hundertprozentig nicht. Ja. Hundertprozentig nicht. Ja. Ist es gut, dass er dich immerzu von überall, von den Wänden anschaut? Also natürlich habe ich das auch schon überlegt, ob das gut ist, aber ich brauche das noch das, so. Nun sind 5 Jahre schon vergangen. Ja. Und du bist bei professionellen Menschen und ja. Es funktioniert nicht. Es wird eher schlimmer. Es funktioniert nicht, genau. Weil du es vielleicht auch nicht willst. Was wäre, wenn du es würdest wollen? Wenn du loslassen, wenn du ihn gehen lassen würdest? Ah, dann kämen so Gefühle hoch, dass ich ihn nun verlassen und aufgegeben habe. Und nein, nicht, dass du ihn aufgegeben hast, aber dass du ihn verlassen hast, ja. Ja. Weil das, er hat ja die Welt verlassen. Ja. Und das fühlt sich einfach sehr schlimm an. Das fühlt sich furchtbar an, das weiß ich. Ja. Aber man kriegt den nicht zurück, indem man sich das immer wieder wünscht. Weil man dann in einer falschen, in einer Irrealität lebt. Ja, genau so fühlt sich das auch an. Also ich kann mich ja schon selber beobachten, weil ich einfach auch schon viel weiß, so wohnst gelesen habe. Du wohnst immer noch in der Wohnung, in der ich zusammen gewohnt habe? Nein, ich bin umgezogen, das konnte ich nicht mehr aushalten. Ja. Das finde ich schon mal einen guten Schritt. Ja. Vielleicht wäre ein äußerlicher guter Schritt auch, wenn du die Wohnung neutralisieren würdest. Das heißt, wenn du die Erinnerungsgegenstände wirklich auf ein Minimum reduzieren würdest, damit beleidigst du nicht deinen verstorbenen Sohn, keineswegs. Das ist eine Idee erstmal. Ja. Und dass du dich gezielt, ich glaube, dass man sich auch in eine Trauer selbst versenken kann. Ja. Und man kann natürlich auch versuchen, mit einem Schmerz zu leben. Und nicht nur in dem Schmerz. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich glaube, dass man das sich aber dann auch genau überlegen muss. Und da gehört sehr viel Wille auch zu. Und ich glaube, diesen Willen hast du noch nicht. Ja. Weißt du, alles Verständnis dieser Welt, von allen Menschen, die jetzt zuhören, was für ein Leid da geschehen ist, was für ein unfassbares Leid, wenn der Junge, wir müssen das ja auch gar nicht weiter besprechen, was da geschehen ist, wir ahnen das ja alle. Genau. Das ist das Schlimmste, was überhaupt geschehen kann für eine Mutter. Richtig. Ein 25-jähriger Junge und ihr habt ein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Ja. Das ist, und da gibt es kein Wort für. Aber du hast auch gerade noch was Hoffnungsvolles gesagt, dass du zum Beispiel Kontakt mit deinem anderen Sohn vielleicht bald kriegen wirst. Ja. Was ja auch ein leichter Hoffnungsschimmer, finde ich, in deinem Leben ist. Ja, aber ich bin da sehr vorsichtig in meinen Gefühlen, weil ich nie weiß, ob sich da überhaupt was Beständiges entwickelt. Ja, finde ich auch in Ordnung. Da muss man auch vorsichtig sein. Nicht, dass du da zu große Hoffnung hast und dann wieder enttäuscht bist. Aber das heißt, da ist was Neues vielleicht in Bewegung. Ja. Und die anderen Dinge, die in Bewegung kommen könnten, liegen ja an dir. Du könntest ja bestimmt auch den einen oder anderen Kontakt wieder reaktivieren, den du früher hattest und der vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist. Oder? Also das sehe ich in meinem Fall nicht so, weil die Menschen, die es mal gab, die wollen im Grunde nicht über Schmerz und Trauer und Tod und sich damit befassen, da müsste ich dann immer irgendwie eine Rolle spielen. Also ich hätte eher Chancen, wenn ich Menschen neu kennenlernen könnte, aber da ich mich... Aber lass mich kurz unterbrechen. Ja. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn du jetzt mit deinen alten Bekannten nicht über den Tod sprichst. Ich glaube, du hast so viel gesprochen und hast so viel nachgedacht, dass es auch nur gut tut, wenn du nicht über den verstorbenen Sohn und das Leid sprichst. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich so ein Schauspiel gebe, wenn ich mich mit solchen Menschen unterhalte, wo ich weiß, Trauer und Tod sind kein Thema. Und da wird überhaupt auch nicht mehr nachgefragt, auch bei denen, die Florian, meinen Sohn, auch kannten.
Ist das denn in der Trauer? Du hast gesagt, du bist in einer Trauergruppe. Gewesen. Die ist dann auch abgeschlossen irgendwann. Ja. War das in gewisser Weise etwas tröstlich oder etwas stabilisierend für dich? Ja, teils. Teils stabilisierend, teils ist es für mich sehr belastend, diese Schicksale der anderen auch zu tragen. Ich bin da auch etwas hinhergerissen. Natürlich muss man über den Schmerz und die Trauer reden. Aber ich glaube, man muss auch eine gesunde Grenze ziehen. Ich weiß nicht, wo die liegt. Dass man nicht nur darüber redet. Ja. In meinem Fall, glaube ich, habe ich noch nicht genug darüber geredet. Ich hatte gar nicht die Möglichkeiten, weil es keine Menschen um mich rum gab. Ja, verstehe. Also mir, glaube ich, fehlt das eher noch. Und selbst durch deine Therapie und deinen Psychiater funktioniert das nicht? Da sind eher auch andere Sachen jetzt mehr Thema, wie man eben, wie man sonst das Leben bewältigt, wo ich sonst Probleme habe. Aber da geht es eben auch nicht mehr um Verlust und Schmerz. Der ganz grundsätzliche Gedanke, den wir gerade schon angesprochen haben, sich immer und immer und immer wieder bei allem Schmerz und bei aller Verzweiflung vorzustellen, was würde der Sohn für mich wollen und wünschen? Ja, ich weiß. Hilft das? Ja, ich weiß, dass du das immer sagst, auch mit Recht. Ich weiß das und habe darüber auch schon nachgedacht und lasse das auch öfter zu in meinen Gedanken. Und stell mir das vor, was er sagen würde. Ich glaube, er wäre ganz, ganz, ganz traurig, wenn er dich so sehen würde jetzt. Er würde sicher sagen, Mutter oder Mutti, was immer er gesagt hat, das ist alles schlimm, was passiert ist, aber ich will, dass deine Jahre, die du hast, dass du einigermaßen noch ein wenig Freude und auch vielleicht so nochmal Glück erleben kannst. Das würde er so sagen. Da du mir das so persönlich sagst, ja. Das würde jeder liebende Sohn seiner Mutter gegenüber sagen. Und wenn er da oben sitzt und uns zuhört, wird er mir jetzt zunicken, ich bin sicher. Ja. So schmerzhaft es auch ist, ich weiß, ich sage das nicht leichtfertig, wirklich nicht. Ja. Aber ich finde das immer so einen wichtigen Gedanken, wenn man jemanden verloren hat, dass man sich vorstellt, was der sich für einen wünschen würde. Ja, und das wäre ja umgekehrt genauso, wenn ich so gestorben wäre und ihn zurückgelassen hätte, ganz würde ich das ja genau. eben auch. Ganz genau. Es ist ein Vermächtnis geradezu von deinem Sohn, dass er sagt, Mutter, versinke nicht in der Depression. Liebe Ulrike, darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Gerne. Gut, heute Nacht ist Anja da. Ja. Ich wünsche dir sehr, sehr, sehr viel Kraft. Vielen Dank. Sehr viel Kraft und alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Andreas, hallo. Hallo. Das war ich hier. Andreas 48, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe hier am Mikrofon gestanden. Heute brauche ich mal deine Hilfe. So. Also gelegentlich gucke ich deine Sendung, aber die ist ja immer so spät. Aber also ich habe vor 5 Jahren habe ich eine Frau kennengelernt. Da wusste ich, irgendwie musst du dich an die ranmachen. So vom halben Jahr hat sie angebissen, aber sie ist 45 und Jungfrau. Und ich habe sie bis jetzt noch nicht geknackt. Jetzt muss ich aber gar zweimal schlucken. Also sie ist 45 und Jungfrau. Und Jungfrau, ja. Du hast vor einem halben Jahr seid ihr dann in näheren Kontakt bekommen? Ja, also, Silvester hat sie dann. Also hat aber lange gedauert, ne? Bis ja, sie dann hat mal lange gedauert, weil sie war immer, gut, ich bin Frührentner und sie war dann auch ein halbes Jahr arbeitslos und dann haben wir viel unternommen und dann irgendwas hat er, wann hat das geschnackelt? Dann hat sie mir ein T-Shirt geschenkt, wem du es heute kannst besorgen, den vernasche nicht erst morgen. Das hat sie dir geschenkt? Ja, zum Valentinstag hat sie mir die Schuhe aus dem Sexshop geschenkt und ja, also aber es ist alles in Ordnung, aber also die hüpft nackt zu mir ins Bett, das ist ach so. Okay. Ach so, aber, so weit ist es schon. Aber ja, das ist alles in Ordnung, aber eben es ist nicht zum GV gekommen. Zum Geschlechtsverkehr gekommen. Ja, aber also ja. Ihr habt schon euer Späßchen miteinander? Ja, alles in Ordnung. Als Mann hat man ja mehrere Möglichkeiten. Also sie hatte schon einige Orgasmen, sagen wir mal so. Ach, das auch schon? Das auch schon. Aber also im Bravo-Jargon gesprochen, also Petting geht's. Im Juni fahren wir nach Berlin, haben wir schon alles gebucht und
Ja. Ihr seid also im Prinzip seid ihr zusammen. Ja, ihr habt auch Sex miteinander. Ihr habt Sex miteinander. Ihr habt Sex miteinander. Habt Orgasmus jeder sich. Aber es gab noch keinen Geschlechtsverkehr. Es gab noch kein. Ja, wir haben das einmal versucht. Das hat jetzt weh und seitdem bin ich natürlich ganz vorsichtig. Ne? Ja. Wie kommt das, dass sie da so gebremst ist? Ich dachte, ist eine bildschöne Frau, meine Traumfrau, ne? Ja. Aber sie weiß ich nicht. Also sie war mit vorher auch noch nie mit jemand so intim wie mit mir. Ich meine, das ist doch alles schon, das klingt doch alles sehr gut. Das heißt, ihr robbt euch da so doch sehr intensiv. Ja, am Wochenende ist sie immer bei mir, weil sie hat ein 90 Zentimeter Bett, ich 1,40, ist dann immer bei mir. Würde ich dann auch sagen. Wie ein Ehepaar. Dazu kommt noch, dass sie also keine Familie hat, weil ihre Mutter hat sie gekriegt, da war sie 45. Mhm. In meine Familie ist sie völlig integriert, also sie kennt alle und so, also alles klingt irgendwie gut, ne? Es fehlt nur der Geschlechtsverkehr. Ja. Gut. So, nochmal die Frage, ich habe dich gerade schon gefragt. Was sagt sie denn? Wie erklärt sie sich? Sie möchte das auch gerne, das hat sie mir also schon öfter gesagt, aber wahrscheinlich hat sie so eine Blockade oder so. Was macht denn ihre Angst aus, weißt du das? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich vom ersten Mal, oder dass das weh tut, denke ich mal, ne? Ja, aber ich meine, ihr seid ja nun mittlerweile schon so, auch körperlich vertraut miteinander, dass ihr das doch immer wieder mal so ein bisschen und ein bisschen vorsichtig ausprobieren könnt. Also eigentlich klingt das alles optimal von den Voraussetzungen. Es ist Wahnsinn. Also ich bin da nun, ich rauche wie ein Schlot und trinke auch manchmal ganz gerne ein. Ja. Jetzt, wenn sie hier ist, rauche ich in der Küche und trinke keinen Alkohol. Das ist alles optimal. Ne? Aber du, einmal habt ihr das versucht, das hat nicht geklappt und seitdem machst du versuchst. Das war jetzt vor 2 Wochen. Ich bin ja dann auch so, also jetzt Wochenende, wir machen das immer so, 4 Wochenende sind das ja im Monat und ein Wochenende, auch weiß ich nicht, wegen der Regel oder so, möchte sie dann frei haben, dann unternehme ich was und sie, also wir haben noch jeder so unsere Freiräume, ne? Und wir noch Bekannte und ich. Okay. Ich finde, wie gesagt, dass die Grundvoraussetzungen wunderbar sind. Ihr scheint euch sehr zu mögen. Da sind keine Schamgrenzen mehr. Ihr habt auch so schon Sex miteinander. Ja. Bespricht das doch mit ihr, dass ihr euch jetzt wirklich ganz vorsichtig daran tastet und das immer wieder mal ein bisschen versucht. Ja. Immer ein kleines bisschen. Ich bin sicher, dass es dann funktioniert. Ich bin sicher. Das klingt so gut, was du sagst. Ich habe ihr auch schon angeboten, aber dass ich mit ihr zum Frauenarzt gehe, aber sie sagt, sie hat da mal vor ein paar Jahren einen gehabt und da weiß sie gar nicht mehr, bei wem sie war und diese Dinge. Ne? Gut, das könnte sie ja vielleicht auch mal alleine machen, wenn das nötig ist. Glaube ich aber fast auch gar nicht. Ich weiß es nicht. So ein Gefühl, da würde ich sagen, ihr müsst einfach noch ein bisschen mehr probieren. Ja. Und je mehr Vertrauen ihr beide miteinander habt. Vertrauen habe ich schon ohne Ende. Ne? Also ja, sie muss in dich auch Vertrauen haben. Ja. Das hat sie auch. Also das ist auch Wahnsinn. Weißt du, wenn man so 20 Jahre Single war und dann auf einmal wieder Schmetterlinge im Bauch. Ja, das ist Wahnsinn, ja, natürlich. Ja. Ja, das ist natürlich wunderbar. Andreas, ich würde das aber jetzt mit ihr besprechen und einfach versuchen. Hm. Learning by doing, ne? So sagt man. Ja, klar. Okay. Ist doch eigentlich eine schöne Sache, eine tolle Liebesgeschichte. Ja. Du hast 5 Jahre um die Frau geworben und dich bemüht und jetzt ist sie da und... Ja, ich habe da auch nie locker gelassen. Ne? So muss man es machen. Mal sie ins Theater eingeladen oder hier mal da, dann hat sie mich zum Frühstück eingeladen, da saß dann so ein anderer Schamacko am Tisch, ne? Und habe ich ihn noch begrüßt als Herr des Hauses und irgendwann war ich dann Herr des Hauses. Wie kommt das denn eigentlich, dass sie früher noch nie Sex hatte? Ich habe nur mal so, die war dann Silvesternacht, haben wir abgemacht, dass sie hier bleibt, weil wir hatten am nächsten Tag ein großes Essen hier. Mhm. Und da habe ich sie mal gefragt, ob sie schon mal überhaupt nackt mit einem Mann im Bett gelegen hat. Ne? Nee, war noch nie so, ne? Und aber der Grund? Dachte, für mich ist das die schönste Frau, ne? Okay, der Grund? Ja, also hat sich nie so ergeben und weiß ich nicht. Ich habe auch sie gefragt, ob sie als Jungfrau in die Ehe gehen wollte. Ja. Gibt es ja mal auch so eine Frau. Ja, das wollte sie, damals hat sie sich das so vorgenommen oder was. Und ja. Also ich gehe mal davon aus, dass kein ernsthafter Grund dahinter steckt. Dass also kein sexueller Missbrauch, eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Nee, das hat auf jeden Fall nicht stattgefunden. Ne? Okay, dann versucht ihr beiden das ganz einfach mal. Sie könnte ja zudem auch nochmal ein Gespräch mit einem Frauenarzt führen, kann ja auch nicht schaden. Und dann wird wird die ganze Sache schon laufen, bin ich sicher. Ja. Lieber Andreas, grüß Sie herzlich von mir. Tschüss. Ja, tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt: Mein Beruf macht mich unglücklich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrer Berufswahl falsch gelegen haben, jetzt im Nachhinein betrachtet, die in ihren oder mit ihrem Beruf
unglücklich sind, aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr mir das gerne erzählen wollt, wenn wir darüber sprechen sollten und wollten, und dann meldet euch bitte morgen ab 0 Uhr oder meldet rund um die Uhr domian@wdr.de. Hier ist Hans. Hans ist 65 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Hans, was ist dein Thema? Ja, ich habe mehrere Probleme. Ich weiß im Grunde genommen nicht genau, wie ich anfangen soll. Schau mal, es ist bei mir Folgendes. Ja. Ich bin seit 44 Jahren verheiratet. Mhm. Ich habe vor 2 Wochen meine Frau zur Grabe getragen. Ja. Weil da ist deine Frau plötzlich verstorben. Und? Das tut noch weh. Das ist auch normal, wenn man das nicht so aussprechen kann. Ihr wart 44 Jahre verheiratet. Ja. Mhm. Ja. Und? War deine Frau schwer krank? Ja, sie hatte angefangen Blasenkrebs. Ja. Schon vor einem Jahr. Knochenkrebs etc. Mhm. Mhm. Also eine schwer kranke Frau. Ja. Wie alt ist deine Frau geworden, Hans? Sie ist 67 Jahre alt geworden. 67 Jahre alt. Ja. Sie ist im Männerarm gestorben. Ja. Ist sie zu Hause gestorben oder im... Zu Hause. Zu Hause. Mhm. Und wir hatten seit mehr als 20 Jahren hatten wir 2 Kinder, 6 mehr. Mhm. Ich habe mich mit Männern abgegeben. Und ich habe jetzt deswegen Gewissensbisse. Ich habe echte Probleme. Ja, du hast in den letzten 20 Jahren dann Sex mit Männern gehabt? Nein. Bitte? Keinen mehr. Es ist so, 1984 hat meine Frau eine Totaloperation gehabt. Mhm. Und danach hat sie mir gesagt, weil sie mit irgendwelchen Frauen zusammen war, dass alle Männer nur noch Drecksäcke sind. Und seitdem gab es bei uns nichts mehr. Und dann hast du dich nach Männern umgeschaut? Ja. Ja. Bist du bisexuell oder? Ich weiß es nicht genau. Ja. Wo hast du die Männer kennengelernt und getroffen? Ach ja, ich sag mal so, ich habe im Alter von 16 Jahren bin ich mit einem älteren Mann zusammengekommen und der hat mich verführt. Mhm. Gut. Ich habe dem keine Bedeutung beigemessen. Ja. Damals nicht. Ja. Heute ist das schon so, weil ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Eine Frau nehmen und meine Frau einen blöden Begriff ganz offiziell betrügen. Ja. Das habe ich nie geschafft. Ja. Ach so, ich verstehe. Das heißt, das war für dich weniger ein Betrügen, wenn du mit einem Mann was gemacht hast, als wenn du mit einer Frau was gemacht hättest. Ja, genau so ist das. Also um deiner Frau letztendlich treu zu bleiben, hast du dich auf einen Mann, auf Männer konzentriert und nicht... Ja. Nochmal die Frage, wo hast du die Männer getroffen und kennengelernt? Ich habe sie... Irgendwann, es gibt in meiner näheren Umgebung gibt es bestimmte Treffpunkte. Ach so, so öffentliche. Bin ich dann irgendwann mal hingegangen. Ja. Und hab mich dann da mit anderen Männern vergnügt. Das war aber immer dann nur Sex, nie war das Herz dabei. Nein. Nein, das war eine reine Sexgeschichte. Ja. Das ging dann über die vielen Jahre. Ja. Deine Frau hat nie etwas davon erfahren. Nein, ich habe es ihr nie gesagt. Mhm. Das hätte ich auch nie fertig gebracht, ihr es zu sagen. Ich verstehe. Deine Frau hat damals gesagt, nach ihrer Totaloperation, alle Männer sind Schweine? Ja. Hat dich das nicht sehr getroffen? Doch, das hat mich sehr tief getroffen. Wie war denn? Ich habe also alles mögliche versucht, um sie wieder dahin zu bringen, wo wir vorher waren. Hattet ihr denn vorher? Also, die Zeit vor der OP, ja, die war für uns fantastisch. Achso, das heißt, ihr hattet auch guten Sex. Wir waren,
Überhaupt kein Problem. Es war alles wunderschön. Und schlagartig danach war dann... Danach war Feierabend. Auch durch diesen Satz, der dich sehr verletzt hat. Ja. Und du hast auch keine Anstalten mehr unternommen, nochmal mit ihr zu schlafen. Ach, ich habe zigmal versucht. Ach, zigmal. Und sie wollte nicht. Ich habe zigmal versucht. Ich durfte einfach nicht. Mhm. Ich durfte nichts mehr. Mhm. Wie war... Ich bin hingegangen. Ich habe mich fast an den finanziellen Ruin gebracht. Ich habe ja alles gekauft. Ich habe alles gemacht. Mhm. Und nichts hat genutzt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mhm. Wie war denn, Hans, die letzten Jahre? Waren die, abgesehen von dieser Problematik, habt ihr euch gut verstanden oder eher nicht so ganz gut? Ich sage es mal so, ich bin kein Mensch, der irgendwo auf Konfrontation ausgeht. Mhm. Ich versuche immer, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Also habe ich letztendlich zu allem Ja und Amen gesagt. Du hast es so gemacht, wie sie es wollte. Ja. Das klingt nicht so ganz glücklich. Nein, das ist wirklich nicht so. Ist deine Frau vor 2 Wochen gestorben und du hast dich um sie gekümmert bis zum Schluss. Ja, bis zum Schluss. Und du warst bei ihr und hast ihr beigestanden. Ja. Mhm. Und habe ich das gerade... Ich habe ihr irgendwann ein Versprechen gegeben. Und ich halte meine Versprechen immer. Was war das für ein Versprechen? Wir bleiben zusammen bis zum Schluss. Mhm. Das, so, was man sich bei der Eheschließung verspricht. Ja. Daran habe ich mich gehalten und sonst nichts. Ja. Das war es. Ja. Und habe ich dich gerade am Anfang richtig verstanden, dass du jetzt im Nachhinein ein schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber hast? Ja. Hm. So ist das. Hm. Ich komme damit nicht klar. Hm. Weißt du, Hans, was ich dir jetzt sage? Ist, dass ich finde, dass du kein schlechtes Gewissen dir machen brauchst. Ich finde es nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, du hast ja sehr viel unternommen und dich sehr bemüht. Du bist auch bei deiner Frau geblieben. Du hättest ja auch gehen können, aber du bist bei ihr geblieben. Und du hast sogar sehr viel für sie getan, wie du mir gerade beschrieben hast. Ja. Und du hast, sie hat ja gesagt, sie will nicht mehr. Und du hast sogar noch aus Rücksicht auf sie, hast du dich nicht mit Frauen eingelassen, sondern mit Männern, um es weniger schlimm zu machen. Ja, so. So ist es. Und du hast auch bis zum Schluss deine Frau begleitet und betreut. Ja, und sie ist im Männerabend gestorben. So, und das ist halt ein ganz großer Dienst, den man einem Menschen erweisen kann. Ich finde, dass du sehr, sehr, sehr viel gegeben hast. Und das bisschen Freude, was du dir da geholt hast auf irgendeinem öffentlichen Platz, das sei dir gegönnt, finde ich. Ich hab trotzdem gewissen, bitte. Ja, das glaube ich. Aber ich sag's dir ja als ganz fremder und ganz unbeteiligter Mensch, Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Es ist schon schlimm genug, dass du jetzt mit dem Tod und der Trauer zurechtkommen musst. Mach dir das Leben nicht zusätzlich schwer, indem du auch das und immer wieder überlegst. Es ist jetzt auch Vergangenheit. Es kommt immer wieder. Weißt du, Hans, du hast ja deiner Frau damit nicht geschadet, indem du das getan hast. Weißt du? Ich habe aber das Gefühl, dass ich ihr geschadet habe. Nein, das glaube ich nicht. Dass ich nicht das getan habe, was ich versprochen habe. Was hast du denn versprochen? Dass du ganz treu bist, oder was? Ach, so ist das. Ja, aber manchmal ist das Leben ein bisschen anders als in der Theorie vor 40, 50 Jahren. Ich finde, ich sag's dir nochmal, ja, ich habe dir vorhin schon gesagt, für mich ist ein Versprechen. Mhm. Und ich habe jetzt damit zu kämpfen, dass ich mein Versprechen in der Richtung gebrochen habe. Also, lieber Hans, ich sag dir nochmal, dass ich das nicht... Ich finde auch, dass man auch mal dann so einen Weg gehen kann. Und im Nachhinein betrachte, finde ich das nicht schlimm. Du bist jetzt so emotionalisiert und so aufgebracht. Ich möchte gerne, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Da können wir nochmal ein bisschen in Ruhe reden. Einverstanden, dann würde ich dich jetzt bitten aufzulegen. Ja, mach ich. Und nochmal von meiner Seite aus, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Ja, danke, Dorian. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
Hier ist Ute. Ute ist 57. Guten Morgen, Ute. Ja, hallo Domian. Hallo Ute, und was geht's bei dir? Ich habe ein kleines Problem. Ich bin also geschieden und jetzt habe ich jemanden kennengelernt. Im November war das schon. Mhm. Und habe schon gesehen, der ist ein bisschen jünger, mhm. aber okay. Wie viel jünger? Ja, das ist jetzt der Knaller, 17 Jahre. 17 Jahre? Ja, ja. Er könnte ja ein Enkel sein. 17 Jahre könnte mein Sohn sein. Oder ja. Sohn. Ja. Er ist 17 Jahre. Nein, er ist nicht 17 Jahre, er ist 17 Jahre jünger. Ach so. Ja. Na, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, nee, um Gottes Willen. Na, das geht ja noch. Der ist 40 und du bist 57. Richtig. Ja, nur gut. Wollen wir nicht päpstlich als der Papst sein? Das ist doch noch okay. Ja, aber ich persönlich habe da so ein bisschen meinen Stress mit, weil ich denke, oh Gott, was denken die Leute und hin und her und hat sowas überhaupt... Weißt du, wenn der jetzt wirklich 17 gewesen wäre, nein, um Gottes Willen, dann hätte ich dir den Kopf gewaschen und gesagt, lass die Finger von dem Jungen. Ja, nee, also aber, das wäre ja auch abartig. Also, ja, ja. Nee, um Gottes Willen, nee. Nein, ein 40-jähriger erwachsener Mann. Ja, natürlich. Ihr habt euch jetzt kennengelernt im November. Wie ist denn der Kontakt, wie hat sich der bis heute entwickelt? Also es ist so, er ist sehr viel auch im Ausland unterwegs. Wir können uns nicht sehr oft sehen, aber schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit, sagen wir alle 2 Wochen sehen wir uns. Mhm. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir versuchen auf alle Fälle, wenn er in Deutschland sein sollte, dass wir uns Ostern treffen und mal längere Zeit miteinander verbringen können. Also er ist auf jeden Fall eine Verliebtheit vorhanden von beiden Seiten. Davon gehe ich aus. Ja. Also bei mir ja, und ich gehe auch von der Gegenseite davon. Und deine einzigen Bedenken sind die Leute? Das ist die Leute vielleicht weniger, das ist die Zukunft. Also was bringt mir das in der Zukunft? Hat das eine Chance? Was sind meine Bedenken? Weißt du, Ute, diese Frage nach der Zukunft bei den Altersunterschieden finde ich immer sehr, sehr zwiespältig. Mhm. Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird, auch wenn du mit einem Gleichaltrigen zusammen wärst. Ja, genau das sagte mein Freund auch zu mir. Ja, ich finde absolut entscheidend das Gefühl und absolut entscheidend das Jetzt, die Gegenwart. Mhm. Und wenn ihr beiden jetzt ein gutes Gefühl miteinander habt, eine gute Zeit empfindet, dann ist das Glück, nicht die Zukunft. Jetzt. Es geht immer nur um Jetzt. Mhm. Okay. Also wenn du dir jetzt Gedanken machst, na, was wird in 10 Jahren, in 15 Jahren sein, würde ich alles wegschieben. Darum geht es gar nicht. Okay. Die Gegenwart zählt. Und wir denken alle viel zu wenig an die Gegenwart. Ja, das ist sicherlich ein wahrer Spruch, ja. Ja. Mhm. Auch wenn man, wie gesagt, wenn man mit einem gleichartigen Menschen zusammen ist, der kann auch krank werden, der kann sich auch neu verlieben. Oder irgendwas kann auch passieren. Also ja. Zumal dieser Altersunterschied, ich wirklich, das meine ich jetzt auch sehr ernst, den finde ich in diesem Alter okay noch. Also. Mhm. Also ja gut, ich war ein bisschen zusammengezuckt. Also ich hatte, wie gesagt, als ich ihn kennenlernte, war mir sehr wohl klar, er ist jünger. Mhm. Als nach einigen Treffen kam das dann mal zur Sprache, ach du Gott, da bin ich fast vom Stuhl gerutscht. Mm, ja. Und dann sagte ich so spontan, ach Gott, du bist ja nur 3 Jahre älter als meine Tochter. Und dann guckte er ganz pikiert, weil das hatten wir ja bis dahin noch nicht ausgetauscht. Ja. Und dann guckte er mich so an und sagt, zu dir passt doch kein Alter. Ute, wenn ihr jetzt das Glück habt, dann packt es an und genießt es. Ja, gut, dann werde ich das so tun. In diesem Sinne, alles Gute und schöne Ostern wünsche ich. Und dir nochmal vielen Dank für dein Zuhören und auch für deine tolle Sendung. Die gucke ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank, sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Und grüß nochmal dein Team, die sind alle sehr nett. Das mache ich sehr gerne. Ja, das mache ich okay. Auf jeden Fall. Tschüss. Ja, tschüss. So ihr Lieben, in der Technik, heute Nacht war Thomas Widdig. Morgen heißt unser Thema, mein Beruf macht mich unglücklich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ihre Berufswahl bereuen und die in und mit ihrem Beruf ganz unzufrieden, ja vielleicht sogar wirklich unglücklich sind. Ab 0 Uhr bitte anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt oder während der Sendung oder rund um die Uhr mailen. Unsere Telefonnummer 0800 220 50 50. Ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht. Bis morgen. Ciao.